einem neuen Video und schön, dass du wieder dabei bist. Ich werde dir heute die perfekte Mahlzeit zeigen. Und zwar die perfekte Mahlzeit, egal ob du zunehmen willst, abnehmen willst, Gewicht halten willst, dich einfach ausgewogen, frisch, lecker und gesund ernähren möchtest. Ganz egal, ich werde dir die perfekte Mahlzeit bzw. die perfekte Bowl zeigen und wie genau die aussehen wird. Das zeige ich euch jetzt. Die Basis unserer Bowl, also ca. 30-50% der Bowl, sollten aus Gemüse bestehen. Ich habe jetzt hier schon so einen Mix aus Babyblattspinat und Rucola. Dann kommen noch ein paar Tomaten, geraspelte Karotte und Paprika dazu. Das heißt, in diesem Fall wird es jetzt Rohkost sein, was natürlich gerade mittags auch einfach super schnell geht. Es kann aber auch gedünstetes Gemüse sein, Ofengemüse sein. Also je nachdem, was ihr da habt, worauf ihr Lust habt und da auch gerne immer wieder Variation reinbringen. Aber das so als Basis, dass die Bowl schon mal mit Gemüse gefüllt ist, welches euch einfach mit wichtigen Nährstoffen versorgt, mit vielen Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen, Antioxidantien, jeder Menge Vitamine. Und da ist eben auch wieder wichtig, die Regel Eat the Rainbow. Deswegen da wirklich Variation reinbringen und schauen, dass ihr immer unterschiedliche Farben auf eurem Teller habt, weil jede der unterschiedlichen Farben beinhaltet auch unterschiedliche Nährstoffe, die alle wichtig sind für unseren Körper und für unsere Gesundheit. Und dann geht es weiter mit Schritt 2. Schritt Nummer 2. Getreide bzw. eine gute Kohlenhydratquelle, und das kann zum Beispiel Reis sein oder Süßkartoffeln, normale Kartoffeln, Quinoa. Hier habe ich jetzt zum Beispiel schon zubereiteten Quinoa von gestern noch übrig oder auch Hirse. Das kann eure Getreide bzw. Kohlenhydratquelle sein, die dann eben auch nochmal jede Menge Ballaststoffe enthält, je nachdem welche ihr da wählt. Oder auch Protein, zum Beispiel Quinoa steckt ja auch voller pflanzlicher Proteine. Und beim Thema Kohlenhydrate ist es auch ganz wichtig, beziehungsweise mir ist es wichtig, euch das noch mitzugeben. Es gibt an sich keine guten oder bösen oder gesunden oder ungesunde Kohlenhydratquellen, sondern es ist so, dass natürlich die komplexen Kohlenhydratquellen, wie jetzt Vollkornbrot, Vollkornnudeln oder auch sowas wie Hirse oder Quinoa, ist ja Pseudogetreide, die enthalten einfach viel, viel mehr Nährstoffe, viel mehr Ballaststoffe, was natürlich zum einen gut ist für unsere Sättigung, also das beeinflusst auch unser Sättigungsgefühl, dass wir dadurch viel besser und länger satt sind, wenn da Nährstoffe und vor allem Ballaststoffe enthalten sind. Und sowas wie Weizennudeln oder weißer Reis enthält halt einfach kaum oder keine Ballaststoffe und wenige Nährstoffe. Das ist einfach so der Unterschied. Und letztendlich sollte man hier dann das wählen, was man gerne essen möchte, beziehungsweise mal das, weil im Großen und Ganzen kommt es dann auf die gesamte Ernährung an. Wenn ihr dann eh schon jetzt hier so eine Bowl habt mit schon jeder Menge Gemüse, was auch bereits Ballaststoffe enthält, dann ist es auch gar kein Problem, wenn da jetzt zum Beispiel weißer Reis dabei ist als Beilage. Also das so als Beispiel, dass man da wirklich immer das große Ganze im Blick hat. Dann geht es weiter mit Hülsenfrüchten. Schritt Nummer 3. Hülsenfrüchte sind ein so, so wertvolles und wichtiges Lebensmittel, was daher auch auf jedem Teller, auf jeder Bowl vertreten sein sollte. Ihr findet dazu zum Beispiel auf meinem Instagram-Profil, auch bei meinem Lebensmittel-ABC, extra eine Kategorie Hülsenfrüchte. Und Hülsenfrüchte sind zum Beispiel Linsen, Bohnen, Kichererbsen. Und da gibt es ja auch nochmal verschiedene Sorten Linsen, verschiedene Sorten Bohnen. Also Kidneybohnen, weiße Bohnen sind so die genormen, die viele kennen. Und dann ist natürlich das Problem, dass viele sagen, ja, aber ich vertrage Hülsenfrüchte nicht so gut, ich fühle mich da immer so aufgebläht. Zum einen ist es wichtig, dass ihr euch generell an das Thema Ballaststoffe Schritt für Schritt herantraut, also nicht von heute auf morgen die Menge irgendwie erhöhen, sondern da langsam vorgehen und die Verdauung auch daran gewöhnen. Und dann gibt es aber auch gewisse Tipps, wie ihr eben bei Hülsenfrüchten verhindern könnt, dass die euch zu stark aufblähen. Also zum einen gewöhnt ihr euch daran, wenn ihr die regelmäßig esst. Und dann gibt es gewisse Gewürze, die das Ganze verträglicher machen. Und die Zubereitung spielt natürlich auch eine Rolle. Also ich kaufe auch ab und zu die aus dem Supermarkt, aus der Dose, weil das einfach schnell geht und alltagstauglich ist. Aber wenn ihr sie selber einweicht und kocht, das heißt die trockenen kauft, dann ist das Ganze schon mal verträglicher und optimal ist natürlich, die Hülsenfrüchte keimen zu lassen. Dazu habe ich auch mal was auf Instagram erzählt. Falls jemandem das jetzt unbekannt vorkommt und ihr sagt, hey, das klingt aber interessant für mich, dann fragt mich gerne dort. Genau, dann macht ihr zum einen die Nährstoffe auch zugänglicher für euren Körper. Also ihr könnt die dann viel besser aufnehmen und macht das Ganze eben auch verträglicher. Ich werde jetzt hier die Kichererbsen einfach so drauf verteilen, aber was ihr natürlich auch machen könnt, ist, dass ihr euch Hummus selber macht. Dann wäre natürlich auch schon die Hülsenfrüchtequelle abgedeckt.
Dann geht's weiter mit der Proteinquelle, beziehungsweise eine weitere Proteinquelle neben dem Getreide und den Hülsenfrüchten, was ja jeweils auch schon pflanzliches Protein enthält. Und das kann sein Feta oder auch Tofu, was ja auch wiederum aus einer Hülsenfrucht besteht. Also meistens ist Tofu ja auf Basis von der Sojabohne oder Tempeh gibt's auch häufig auf Basis von Soja. Ich habe jetzt hier einen auf Lupinenbasis, den liebe ich übrigens, der wird jetzt auch gleich in die Bowl dazu kommen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch Fisch nehmen oder Hähnchen oder Pute, je nachdem, was ihr eben möchtet. Bei den tierischen Quellen bitte darauf achten, dass es gute Qualität ist. Den Tempeh, den könnt ihr zum Beispiel auch roh essen. Das heißt, das hier ist wirklich so eine schnelle Rohkostbowl, die wir hier heute zusammen zubereiten. Ihr könnt ihn aber auch anbraten oder im Ofen rösten, je nachdem, wonach euch eben ist. Ich habe meist den marinierten und esse den dann roh. Ihr könnt aber auch Natur-Tempeh zum Beispiel kaufen oder auch Natur-Tofu, den selbst marinieren und dann eben anbraten oder im Ofen backen. Das ist auch sehr, sehr lecker. So, und was uns jetzt noch fehlt bei unserer leckeren Bowl, ist zum einen eine gesunde Fettquelle. Die Fettquelle sollte ungefähr immer so 5% des Tellers bzw. der Bowl ausmachen. Aber auch das ist nur ein Richtwert, denn letztendlich ist es wichtig, was dir individuell gut tut, was du individuell einfach brauchst und auch je nachdem, ob du es vielleicht mittags oder abends isst. Ich esse zum Beispiel mittags lieber ein bisschen mehr Fett, abends aber ein bisschen mehr Kohlenhydrate oder auch vor oder nach dem Training, dass man das einfach anpasst und einfach für sich selbst entscheidet. Aber generell solltet ihr die gesunden Fette auf jeden Fall in eurer Mahlzeit vertreten haben und nicht vernachlässigen, denn sie sind super wichtig für unsere Gesundheit, unter anderem für unsere Hormone. Und natürlich sind auch Fette sehr, sehr wichtig, um die fettlöslichen Vitamine aus unserem Gemüse hier auch aufnehmen zu können. Und dann, was fehlt dann natürlich noch bei unserer Bowl, damit das Ganze perfekt wird? Das ist ein gutes Dressing bzw. ein guter Dip. Da zeige ich euch jetzt einen, den ich super gerne mache, der sehr, sehr schnell geht und auch sehr vielseitig ist, also zu vielen verschiedenen Bowls passt. Und ansonsten schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Dort findet ihr auch bereits einige leckere Dressing-Rezepte und auch ein eigenes Highlight nur mit Dressings. Leute, was soll ich sagen? Das war so nicht geplant. Ich habe aus Versehen einen Clip, und zwar meinen Abschlussclip, wo ich noch mal ein paar Worte dazu sage, warum das die perfekte Mahlzeit ist. Den habe ich aus Versehen gelöscht. Deswegen muss ich das jetzt hier so noch mal nachholen, nur falls ihr euch wundert. Genau, also ich habe mir dann auf jeden Fall meine Bowl schmecken lassen. Sie war sehr, sehr lecker und das war ja wirklich eine der einfachen Varianten, weil fast alles eigentlich Rohkost war. Das heißt, man musste nicht großartig irgendwie was kochen, backen, braten, weil nur den Quinoa eben, aber wenn ihr den eben schon auf Vorrat gekocht habt, dann geht das Ganze ja noch schneller, als es sowieso schon geht. Und jetzt wollte ich eben darauf auch eingehen, warum ist das oder warum ist generell diese Bowl, wie man sie eben zusammenstellen kann und so wie ich sie euch eben erklärt habe, warum kann das die perfekte Mahlzeit sein, ganz egal ob dein Ziel ist, Gewicht zu halten, Muskeln aufzubauen oder abzunehmen. Ganz einfach, du kannst diese ganzen Komponenten entsprechend deinem Ziel anpassen. Das heißt, wenn du jetzt abnehmen möchtest, dann schaust du einfach, ob du so ein bisschen den Kohlenhydratanteil und den Fettanteil reduzierst, um einfach da Kalorien einzusparen, da aber eben nicht irgendwie was komplett weglassen, vor allem die gesunden Fette nicht, bitte. Das ist ganz, ganz wichtig, auch in einer Diät. Das heißt, man kann da aber einfach schauen, wo kann man ein bisschen was einsparen, vielleicht den Gemüseanteil erhöhen, damit man auch gesättigt ist, wenn man eben sagt, ich möchte in einem Kaloriendefizit sein, weil ich möchte abnehmen. Wenn euer Ziel aber ein Kalorienüberschuss ist, weil ihr sagt, ihr möchtet Muskeln aufbauen oder ihr müsst vielleicht auch zunehmen, weil ihr im Untergewicht seid, dann ganz einfach eigentlich jede einzelne Komponente erhöhen. Beim Gemüse vielleicht einfach schauen, dass ihr nicht zu viel Volumen habt. Auch vor allem, wenn ihr sagt, es fällt euch schwer, viel zu essen, weil ihr einfach so schnell gesättigt seid. Das heißt, da dann wirklich einfach die Fette erhöhen, die Kohlenhydrate erhöhen, dass ihr einfach mehr
Kalorien insgesamt in eurer Bowl habt. Da könnt ihr dann auch noch zum Beispiel Datteln mit reinpürieren ins Dressing. Ich habe auch bei Instagram einen ganz, ganz leckeren Datteldip, weil Datteln, Nüsse, das so als Topping oder so, ist auch immer so mein Tipp eigentlich, wenn ihr zunehmen möchtet, um einfach nochmal zusätzlich Kalorien hinzuzufügen. Und wenn ihr, wenn ihr Gewicht halten möchtet, das heißt euch einfach ausgewogen, frisch und lecker ernähren möchtet, dann macht einfach je nach Lust und Laune diese Bowl, sodass ihr schön gesättigt seid. Und ja, das eigentlich zu dieser perfekte Mahlzeit, perfekte Bowl. Ich liebe Bowls, weil sie sind einfach schnell gemacht. Ihr habt es gesehen, es gibt schnelle Varianten, es gibt natürlich auch ein bisschen kompliziertere Varianten, je nachdem, ob man es vielleicht schnell in der Mittagspause isst oder sagt, hey, heute Abend mit Freunden gemeinsam möchte ich mir eine leckere Bowl machen, dann kann es natürlich auch etwas aufwendiger sein. Das heißt, das ist auch nochmal so ein Vorteil, super schnell und einfach. Jeder kriegt das hin. Weil ihr eben, wie gesagt, verschiedene Komponenten haben könnt. Zum Beispiel kann auch Couscous euer Getreideanteil sein. Den müsst ihr nur quellen lassen. Und in der Zwischenzeit könnt ihr dann den Rest der, der Komponenten zubereiten. Ja, genau. Von daher, es ist schnell zubereitet. Es versorgt euch mit allen Nährstoffen. Ihr seid flexibel in der Gestaltung und in der Auswahl der Komponenten. Das heißt, ihr könnt da immer wieder Abwechslung reinbringen. Und gerade beim Gemüse eben auch immer mein Tipp, eat the rainbow. Ihr könnt das Ganze vegan gestalten, vegetarisch gestalten oder eben auch mit hochwertigen tierischen Proteinquellen. Ja, so viel dazu. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video gerade schaut. Und würde mich natürlich wie immer riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen da lasst, den Kanal abonniert und gerne auch die Benachrichtigungsglocke aktiviert, damit ihr keines der Videos mehr verpasst. Und dann sage ich jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüssi!